Ja, hallo meine Lieben. Heute ich sitze hier. Ich habe mein Telefon dabei. Und es geht nämlich darum, ich werde heute gleich ein Interview haben. Ich glaube, es waren die oberösterreichischen Nachrichten. Und die rufen mich dann an. Sollten eigentlich seit vor 10 Minuten schon angerufen haben. Wenn das für die Journalistin okay ist, werde ich das Interview hier mit euch aufnehmen und dann als Video online stellen. Mal schauen, ob für sie was okay ist und wie es dann wirklich wird. Wir sehen uns. Gleich wieder. Bereit, Herr Habacher? Ja. Gut, dann darf ich mit meinen Fragen anfangen. Sie halten beim Martin-Stift-Symposium ein Referat. Worum wird es bei diesem Referat gehen? Ja, der eine Teil wird sein, dass ich mal über mich erzähle, wo ich herkomme, wie ich überhaupt dorthin gekommen bin, weil damit kann man auch ganz gut erkennen, wie sich wie das Leben für behinderte Menschen entwickelt hat. Das heißt, ich habe ja von zu Hause wohnen über eine Einrichtung bis hin jetzt zu Selbstwohnen, von der Sonderschule über normaler Hauptschulabschluss, bis zur Matura und Studium und jetzt Selbstständigkeit und natürlich dazwischen Behindertenwerkstätten. Das heißt, ich habe irgendwie alles mal ausprobiert und bin den Weg durchgegangen und ja, und das werde ich einerseits erklären oder halt einen kurzen Abriss geben über meinen Werdegang und dann geht es mir darum, da ich selbst YouTuber bin und mich sehr mit dem Netz beschäftige und Social Media affin bin, ist mir eben schon vor Jahren aufgefallen, dass das Netz die Möglichkeit bietet für behinderte Menschen, sich gewisserweise Gehör zu verschaffen oder ihre Geschichte rauszubringen. Und das jetzt im Kontext der Veranstaltung, die ja im Grunde darum geht, wie können Einrichtungen sich weiterentwickeln oder vor allem die Diakonie ihren Service für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch im Hinblick auf die ökonomischen Entwicklungen. Und das ist ein spannendes Feld, weil durch die, ich sage mal, Emanzipation oder Awareness, die behinderte Menschen bekommen. Also sie sehen immer mehr Menschen im Netz, die sagen, hey, ich lebe so, ich mache das so, oder wir haben eigentlich diese Rechte und diese Rechte. Und wenn ich zurückdenke an Altenhof, wo ich gewohnt habe früher, weiß ich, dass viele das gar nicht wissen, dass man auch anders leben kann. Und durch das Netz und durch die Medien und dadurch, dass es Handys gibt und man sich das dann zu Hause überall anschauen kann, wird da, glaube ich, ein Wechsel in der Behindertenszene, glaube ich, kommen. Oder ein Bewusstsein sich bilden. Wie leben Sie heute? Meine eigene Wohnung. Ich bin seit 4 Jahren selbstständig. Was machen Sie? Ich bin Social Media Berater, ich mache Videoproduktionen und eben Speaker. Moment mal, Videoproduktionen, Social Media Beratung. Was das dritte? Speaker. Okay, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Speaker, ich spreche. Ach so, okay, Speaker. Okay. Darf ich noch mal fragen, Sie sind von den oberösterreichischen Nachrichten, oder? Genau. Und Ihr Name war nochmal? Mein Name ist Dietlind Hebestreit. Hebenstreit? Hebestreit. Hebestreit. Okay, cool, danke. Bitte. Kann man davon leben? Ich lebe davon, ja. Okay. Also ich bin jetzt kein reicher Mensch, aber meine Rechnungen sind bezahlt. Mhm. Sonst würde ich es nicht machen. Sie haben alle möglichen Dinge ausprobiert. Was hat Ihnen gar nicht gefallen? Ja. Gar nichts gefallen? Kann ich nicht sagen. Weil es war ja alles eine
Entwicklung, ein Prozess. Ich habe alles gemacht, alles durchgemacht und habe in jedem Bereich was gelernt und habe mich weiterentwickelt. Also, was haben Sie studiert? Publizistik. Und ich meine, ich kann heute sagen, dass ich nicht mehr in einer Einrichtung leben möchte, wo ich warten muss, bis ich aufs WC kann oder wo ich nur an gewissen Tagen duschen kann oder wo es Essen um bestimmten Zeiten gibt. Und also wo man so aufgrund des Schichtbetriebs der Mitarbeiter einfach an gewisse Routinen gebunden ist. Also das möchte ich nicht. Oder nimmer. Wo sind die größten Hürden, um alleine zu leben, wenn man ein Mensch mit Behinderung ist? Die größten Hürden ist einmal in erster Linie ja, die Gebäude, das Baurecht. Es gibt einfach zu wenig barrierefreie Gebäude. Selbst neue Gebäude sind jetzt nicht immer, also ist die Wirtschaft besser, aber wenn jetzt renoviert wird zum Beispiel, ich lebe in Wien, da gibt es natürlich diese wunderschönen 60er und Jahre Bauten, die halt dann 4 Stufen haben und dann kommt man zum Lift. Und das ist halt eine richtige mühsame Geschichte. Oder diese Hochhausbauten, die bekommen jetzt außen einen Lift dran gebaut. Aber dadurch, dass der außen dran ist, geht er natürlich immer nur in den Halbstock. Und das bringt natürlich auch nicht viel. Ich meine, es ist angenehmer für Menschen, weil sie dann nur mehr einen Halbstock gehen müssen und sich sogar aussuchen können, ob sie runter oder rauf gehen. Aber wenn man im Rollstuhl sitzt, nutzt einem das nichts. Genau. Was gibt es noch für Hürden? Ja. Wenn es jetzt ums Alleinleben geht. Ja, man braucht halt, wenn man Sachen mit selbst machen kann, Unterstützung. In dem Fall in Wien habe ich halt die Assistenz. Die gibt es, glaube ich, auch in Oberösterreich. Ja. Wobei es wird wahrscheinlich in Wien auch so sein, dass es die nicht uneingeschränkt gibt. Das heißt, es hat nicht jeder so viel Assistenz, wie er braucht. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen drauf. Ich glaube, natürlich gibt es immer Einzelfälle bei Menschen, die extrem hohen Bedarf haben, dass dann, 10 Stunden, 20 Stunden zu wenig sind und die 20 Stunden aufs Monat gerechnet, scheint jetzt nicht viel, aber für jemanden, der 24/7 Betreuung braucht, ist das eine Menge. Das heißt, es gibt schon welche, die zu wenig haben. Also in Oberösterreich gibt es eine Warteliste, das weiß ich zufällig. Ja, in Wien ist das System anders, aber ich weiß nicht, ob jeder in Wien, der Assistenz beantragt, sie bekommt. Da bin ich echt überfragt. Ja. Da würde ich empfehlen, dass sie bei WAC selbst oder bei Bizeps nachfragen. Ja, wobei in dem Fall geht es mir eh um Oberösterreich und da bin ich ganz gut informiert. Gut, da glaube ich nicht einmal. Ich kenne mich da ziemlich aus. Assistenz braucht man, haben Sie gesagt, was braucht man noch, wenn man alleine lebt? Hilfsmittel werden wahrscheinlich ein Thema sein? Nee, die Wohnung sollte natürlich barrierefrei sein. Oder halt so gut wie barrierefrei. Mhm. Wie schaut es mit Arbeit aus? Dass man genug Geld verdient, um alleine leben zu können, das ist ja oft auch ein Problem. Das ist wie bei Ihnen wahrscheinlich. Sie haben stimmt, aber die Möglichkeiten, wenn man im Rollstuhl sitzt, sind halt eingeschränkt. Zum Beispiel. Ja, das ich ist. Weiß, zufällig, weil ich habe einen Sohn, der im Rollstuhl sitzt, okay, der auch alleine lebt. Also, okay. Und was macht er? Der ist IT-Techniker und arbeitet beim Helpdesk. Ja, nicht schlecht. Also bei der Livest. Okay. Das ist eines der Beispiele, wie es funktioniert. Ich kenne aber viele andere Muskelkranke, bei denen es nicht funktioniert. Ja, das die ist. Die halt daheim sitzen bei ihren Familien. Ja, natürlich. Ich habe mich selbstständig gemacht, 2012, auch nicht ohne Grund. Ich habe während dem Studium in einer Werbeagentur gearbeitet, als Werbetexter. Das hat auch gut funktioniert. Nur ist die Werbeszene, die Kreativszene halt eine sehr, einer hohen Fluktuation ausgesetzt. Das heißt, oder Rotation eigentlich.
Der Kunde geht weg von der Werbeagentur, weil er mal was Neues ausprobieren will. Das heißt, es fallen auch sofort 10 Plätze weg, Arbeitsplätze. Und diese Menschen gehen dann einfach zu anderen Agenturen, weil in jeder Agentur geht irgendwo wer und kommt wieder ein neuer Kunde und dann werden wieder neue Leute gebraucht. Und als Rollstuhlfahrer ist man halt da sehr eingeschränkt, weil die meisten Agenturen nicht barrierefrei zugänglich sind. Und das habe ich schnell kapiert und da war dann für mich klar, okay, dann ja. Außerdem habe ich dann einen Wechsel von Werbung zu Social Media gemacht. Und da war es dann einfach irgendwie klar, dass ich mich selbstständig mache, weil da triffst du mit dem Kunden entweder bei ihm oder du triffst ihn im Kaffeehaus, besprichst alles oder machst das übers Telefon. Und es ist einfach viel leichter, nur kurz zum Kunden reinzugehen, als wie jetzt im Büro arbeiten zu können oder zu müssen. Und ich muss auch gestehen, ich würde es jetzt nicht mehr tauschen. Also ich liebe meine Freiheit, ich kann mir die Arbeit selbst einteilen und ich habe immer jeden Tag andere Sachen zu machen. Und das ist sehr spannend eigentlich. Und die Freiheit bezieht sich wahrscheinlich auf die Arbeit, bezieht sich wahrscheinlich aber auch auf die Art des Lebens. Ja, sicher. Frei entscheiden zu können, was man wann macht. Ja, also das ist einfach, wenn man nicht an einer Bürozeit gebunden ist oder an einem Chef, dann ist da einfach viel, viel Freiheit drin. Mhm. Darf ich kurz noch zu Ihrer Behinderung fragen? Mhm. Wie beschreibe ich am besten, wo Ihre Einschränkungen sind? Ich habe Glasknochen. Die Glasknochen, okay. Also Osteogenesis imperfecta. Bitte? Osteogenesis imperfecta. Okay. Das kann ich jetzt nicht verstehen, das wird ein Leser wahrscheinlich auch nicht verstehen. Das ist der lateinische Ausdruck. Mhm, okay. Und, ja, und seit meiner Pubertät sind die Knochen härter. Davor habe ich mir 2-3 Mal im Jahr Arme oder Beine gebrochen. Mhm. Und ich bin ungefähr 90 cm groß und sitze im Elektrorollstuhl. Und 90 cm groß, E-Rollstuhl. Und dadurch ergeben sich natürlich einige Dinge, die ja eh logisch sind. Also eine geringe Reichweite, ich kann jetzt kann 5 Liter Kanister Öl hochheben oder schwere große Pfannen. Mhm. Haben Sie eine Küche, die für Sie adaptiert? Ich kann in meiner Küche ganz nett asiatisch kochen, wenn es sein muss, ja. Das kriege ich ganz gut hin sogar. Aber ich habe einen Großteil noch das die Assistenz jetzt. Darf ich noch nach Ihrem Alter fragen? 39. 39 und Sie sind Wiener, oder? Nein, ich bin ursprünglich Oberösterreicher. Ursprünglich Oberösterreicher? Wo kommen Sie ursprünglich her? Kremsmünster. Kremsmünster. Und Sie waren in Altenhof, haben Sie gesagt? Mhm. Und sind dann nach Wien studieren gegangen, nehme ich an. Genau. 2001. 2001? Mhm. Okay. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Botschaft, wenn es jetzt ums Thema alleine leben oder selbstbestimmt leben für Menschen mit Behinderung geht? Dass jeder die Wahl hat, das zu machen. Also jeder sollte die Wahl haben, das zu machen. Oder kennenzulernen zumindest, ja. Es ist natürlich nicht für jeden das Richtige. Manche sind nicht überfordert mit den ganzen Sachen. Weil ich muss schon 4-5 Leute, meine Assistenten, koordinieren. Ich muss schauen, dass jeder der Assistenten, wenn ein Geschirrspüler ausräumt, die Sachen auch dorthin räumt, wo ich sie haben will und nicht wo er sie bei sich zu Hause hinräumt. Weil dann finde ich aber kurz oder lang nichts, ne? Ja, ist eh klar. Ja. Das heißt, Kommunizieren ist ganz wichtig. Anweisungskompetenz.
ist wichtig. Und man muss eine gewisse Organisation haben im Leben. Gut. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Der Artikel wird nächste Woche in den oberösterreichischen Nachrichten erscheinen, wahrscheinlich am Mittwoch. Okay, cool. Gut, ich sage herzlichen Dank. Gerne. Und Dankeschön. Wie schaut es jetzt mit dem Video aus? Darf ich es verwenden? Ja, Sie dürfen es verwenden. Gerne. Super, danke. Gut, ich sage Dankeschön. Okay, schönen Tag noch, Papa. Okay. Das war jetzt mein Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten. Nächsten Mittwoch oberösterreichische Nachrichten kaufen, Leute. Mal schauen, was drinnen steht. Danke und tschüss.